Ich zeige dir heute eine Aktie, die nur danach schreit, momentan gekauft zu werden. Aus verschiedenen Gründen, verschiedene charttechnische Gründe, die ich dir gleich am Bildschirm ganz genau erklären werde. Und damit haben wir ganz viele Erfolgsfaktoren zusammen, dass diese Aktie entsprechend auch sich gut entwickelt, wenn wir jetzt gerade dort einsteigen. Also bleib auf jeden Fall dran, es wird ein extrem interessantes Thema. Und es handelt sich um eine Aktie übrigens, die ohnehin eine sehr, sehr gute Wertentwicklung schon hingelegt hat. Seit IPO in 2008 vor 13 Jahren hat diese Aktie insgesamt in dieser Zeit 1300% Wertentwicklung hingelegt. Und das entspricht 21,6% pro Jahr. Gemittelt, ohne einen schönen Einstieg gefunden zu haben. Also schon mal eine sehr, sehr starke Aktie, die ganz klar den Vergleichsindex, den breiten Markt outperformt hat. Ich will den Spannungsbogen auch nicht allzu weit spannen. Es geht gerade nicht um den Titel an sich, sondern um auch das Setup, warum es jetzt gerade ein sehr, sehr lukrativer Einstieg sein könnte. Es handelt sich um die Visa-Aktie. Und ich glaube, die meisten wissen ganz genau, was es mit der Visa-Aktie auf sich hat. Es ist eine exzellente Aktie mit einer super Wertentwicklung und natürlich auch super Fundamentalzahlen. Schaut es euch selber mal an, schaut euch mal die Umsatzentwicklung, die Gewinn und vor allem die wichtige Free Cashflow-Entwicklung an. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und auch die finanzielle Stabilität, braucht man einfach nichts drüber zu sagen. Die haben so gut wie keine Schulden, wenn man das Ganze an den jährlichen Free Cashflow misst. Das ist also ein exzellentes Unternehmen hinter der Aktie und die Aktie an sich, ja, die war bis vor kurzem noch ein bisschen teuer. Jetzt hat sich das Ganze eben gebessert und wir sind auch einer fairen Bewertung ziemlich nah. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir uns mal die Top-Unternehmen, die Top 20 der USA oder der Welt anschauen, worunter Visa ja zu finden ist, dann finden wir nur ganz, ganz wenige Aktien, die überhaupt annähernd fair bewertet sind. Wenn man sich mal Apple, Microsoft und Co. ansieht, dann ist eine fundamental faire Bewertung jenseits von Gut und Böse. Das hat natürlich auch seine Gründe in der Prognose und so weiter, aber schaut man sich bei Visa die Prognose an, dann sieht das Ganze noch viel steiler aus. Also die Prognose ist wirklich hervorragend und die fundamentale Vergangenheit ebenso. Also es ist eigentlich einer der besten Unternehmen der ganzen Welt. Und wenn wir dieses Unternehmen nun jetzt noch etwas günstiger bekommen, ich sprach ja gerade davon, dass wir eine 12%ige Korrektur haben, dann wäre das doch nochmal mehr ein Hingucker. Allerdings reicht uns das nicht. Wir wollen noch mehr Erfolgsargumente haben. Denn wir wissen ja, wenn wir über eine Korrektur reden, sich gegen diese Korrektur zu stellen, ist natürlich auch immer so eine Sache. Und deswegen wollen wir natürlich mehrere Erfolgsfaktoren haben. Und die finden wir rein technisch in der Preisbildung, in der Entwicklung der Preisbildung, was uns also der Aktienchart zeigt. Und da haben wir insgesamt 5 Marken, die habe ich mir hier aufgeschrieben, die werde ich dir gleich auf dem Bildschirm zeigen. 5 Argumente, weswegen die Visa-Aktie jetzt gerade ein extrem guter Kauf ist. Wichtig dabei, das Ganze ist natürlich keine Handelsempfehlung, du solltest deine Entscheidungen immer selber überdenken. Du kannst allerdings natürlich gerne das, was ich dir hier mitteile, als Ratschlag mitnehmen. Und das Ganze bezieht sich natürlich nicht nur auf die Visa-Aktie, sondern allgemein sind das sehr, sehr wichtige Dinge, die ich jetzt heute mit dir am Bildschirm bespreche. Und wir starten auch direkt mit der Visa-Aktie erstmal komplett rausgezoomt. Ja, das mache ich immer, dass ich mir erstmal ein komplettes Bild verschaffe, wie sieht so eine Aktie aus. Und wir sehen also einen sehr, sehr schönen Anstieg. Ja, es wird immer mehr zugekauft. Verkäufer haben hier bei der Aktie keine großartige Chance. Von 2008 an hier drüben bis heute, wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, ungefähr 1300% Wertentwicklung. Und wir sehen einen relativ unvolatilen Hochgang der Aktie. Ja, immer mal natürlich zwischendurch Rücksetzer, wie zum Beispiel hier zu Corona. Ganz, ganz klar, das gehört auch einfach dazu, aber insgesamt ist das schon eine Mega-Entwicklung und mit der Aktie hätte man wirklich nicht viele Korrekturen gehabt. Gleichzeitig sind die Korrekturen natürlich irgendwo eine Einstiegschance und da kommen wir gleich zu, denn wir sehen hier oben ja schon, dass die Aktie hier ein bisschen abgegeben hat. Also könnte interessant sein vom Niveau her. Sprechen wir jetzt gleich ganz genau drüber. Eins möchte ich noch an dieser Stelle sagen und zwar letztens bei dem Video, was ich über Church & Dwight und McCormick & Company gemacht habe, verlinke ich dir hier, da habe ich auch über den Chart gesprochen, über Einstiegschancen und so weiter, hat jemand geschrieben und Dankeschön für diesen Kommentar, dass ich doch bitte erwähnen soll oder dass ich beachten soll, dass so ziemlich jede gute Aktie exponentiell steigt über lange Zeiträume und das ist natürlich richtig und deswegen sollte man den logarithmischen Chart anwenden. Was ich normalerweise immer mache, das habe ich in diesem Video letztens versäumt, wenn man also sich lange Zeiträume anschaut, dann bitte besser den Logarithmus anwenden und das, was wir sehen wollen hier, das ist dann die Skala
die verdoppelt sich dann immer, die ist nicht mehr linear, diese Skala, ist ein Hochlauf von links unten nach rechts oben. Und das kann man sagen, bei der Visa-Aktie, das haben wir eigentlich und das sieht doch sehr, sehr gut aus. Ja, das bräuchte man bei der Visa-Aktie übrigens nicht unbedingt, das wollte ich nur unbedingt erwähnen, weil wir eben hier gar nicht so viele Story haben. Wenn wir allerdings von 1990 an zum Beispiel uns einen Chart anschauen, was wir letztens eben gemacht haben bei dem Video, da ist es durchaus sinnvoll, sich das Ganze in der logarithmischen Darstellung anzusehen. Also danke nochmal dafür. So, und jetzt kommen wir also zu den Sachen. Wir wissen schon mal, langfristiger Aufwärtstrend, Haken dran. Und zunächst gucken wir uns mal diese Korrektur an und dafür wechsle ich jetzt hier den Tab rüber. Hier bin ich nämlich mit dem Tageschart unterwegs. Wir sind also hier bei der Corona-Krise und wir zoomen jetzt hier mal in diesen Bereich rein, in diese Korrektur. Und wir messen vom All-Time-High bis eben Stand jetzt und wir haben ungefähr 13% Korrektur. Korrekturgröße. Schauen wir uns also mal an, wie viel korrigiert die Visa-Aktie denn normalerweise? Was ist normal für eine Korrektur einer Visa-Aktie? Und da schauen wir uns einfach mal die letzten Korrekturen an. Da kommen wir hier so auf 12%. Hier sehen wir so eine länger gezogene Korrektur mit verschiedenen Dynamiken drin, sage ich jetzt mal, von 17%. Ja, und ich messe dann einfach mal, Crash muss ich natürlich rausnehmen, wie viel in einem normalen Börsenumfeld die Aktie also korrigiert. Hier sind wir so bei 19%. Hier oben haben wir noch so eine Korrektur von ungefähr 9%. Und ich nehme mir einfach mal alles Größere raus. Das haben wir letztens bei dem Video auch schon gemacht, 13%, also genauso wie heute. Und schaue mir diese Korrekturen an. Ja, muss die Skala vielleicht hier mal zwischendurch ein bisschen verändern, damit ich das auch vernünftig sehe. Wir sind hier schon im Jahr 2016, 10%. Hier sehen wir noch eine größere Sache in 2015 von 17,9, also 18%. Ja, und das kann man natürlich noch ausführlicher machen. Ich möchte dir allerdings nur eine Idee mitgeben, wie man das Ganze natürlich gut rausfindet. Und wir sehen dann eben, okay, nochmal zur Erinnerung, wir sind ungefähr bei 13% hier gewesen. Das ist durchaus eine Korrekturgröße, die normal ist und die schon langsam in Richtung des Maximums geht. Klar, wir haben auch gesehen, dass wir einmal bei 20% sind, aber es geht ja auch immer darum, wir wollen natürlich irgendwann den Einstieg erreichen. Ja, weil wenn wir genau warten, bis wir zum Beispiel genau bei 20% sind, kann es sein, dass das niemals gesehen wird und dass die Aktie den langfristigen Aufwärtstrend schon wieder fortgesetzt hat und die Aktie entsprechend hier oben schon wieder irgendwo ist. Das wollte ich jetzt hier mal anzeigen, also schon wieder neue Hochs gemacht hat und hier oben irgendwo ist und dann haben wir den Einstieg schon wieder verpasst. Also von daher ist das schon mal eine gute Ausgangssituation, die Aktie jetzt günstiger zu erlangen. Das erste Argument. Jetzt kommen wir zu der zweiten Sache und zwar möchte ich dafür den RSI einblenden und das Ganze mache ich hier mal mit einem voreingestellten Setup. Ja, mach das Volumen hier raus, das interessiert jetzt nicht so sehr und da unten sehen wir den RSI und den blende ich mir gerne in der Wochenansicht ein, nämlich ich möchte ja langfristig investieren, ich möchte länger engagiert sein bei Visa und ich möchte deswegen einen langfristig guten Einstieg erwischen. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an, auf Wochenbasis. Wer sich mit dem RSI nicht auskennt, hier habe ich ein Video, wo ich das ganz genau erklärt habe. Ich muss hier die Grenzen an der Stelle noch ein bisschen anpassen. Das hatte ich im Vorfeld mal geschaut. Ich glaube, bei der unteren waren wir bei ungefähr 42, bei der oberen, die interessiert jetzt nicht allzu sehr, die müsste hier ein bisschen höher nach oben geschoben werden. Was will ich hier bezwecken? Naja, ich will einfach, dass wenn wir hier unten in den Überverkauf Bereich gehen, nämlich hier zum Beispiel oder hier, will ich mir ansehen, na, was für Einstiege hat es denn hier ergeben oder wie viele Einstiege? Ja, und wir sehen jetzt hier, von 2013 bis heute hatten wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt vielleicht noch der 8, 8 Einstiege gesehen. Das heißt, ja, wir haben gerade mal ein, zwei Mal pro Jahr einen guten Einstieg, wo uns dieser Indikator sagt, ja, jetzt wäre es eine ganz gute Möglichkeit, beziehungsweise eher einmal im Jahr. Und wenn wir mal so zurücksehen, gucken wir uns mal hier an, das hier, das wäre ein guter Einstieg gewesen. Dann geht es weiter. Diese Situation hier wäre es ein guter Einstieg gewesen. Dann wäre es hier wieder ein guter Einstieg gewesen. Dann an dieser Stelle. Und du siehst, es sind eigentlich immer genau diese Momente, wo die Aktie eben hier im unteren Bereich ist. Und das wäre immer ein ganz guter Kauf gewesen. Ja? Wichtig dabei, das funktioniert nur bei Aktien, die eben einen langfristigen Aufwärtstrend haben. Eine Aktie, die immer nach unten läuft, ist auch immer überverkauft, aber das läuft dann eben nicht mehr nach oben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir sehen eben jetzt ganz interessant, wir sind genau an dieser Grenze. Wir tauchen gerade in den überverkauften Bereich ein. Und das ist schon mal ein starkes Signal, weil wir wissen, das ist eine Aktie, die hat einen intakten Aufwärtstrend und wir sind jetzt wirklich in einer guten Korrekturgröße und der RSI zeigt uns ebenfalls eine überverkaufte Situation an. Ja, das könnte also dann bedeuten, dass wir bald eine Korrekturumkehr quasi sehen, dass der langfristige Trend nach oben fortgesetzt wird. So, ich gehe wieder in den Tagesschart. Kommen wir zu der nächsten Sache. Und zwar schauen wir uns die Support Zones mal an. Ja, da mache ich das Ganze hier, was stört, wieder
raus. Und zwar haben wir hier einmal die Supportzone hier in diesem Bereich, was Januar noch ein Widerstand war. Das Ganze war im Februar auch noch ein Widerstand. Wurde dann zur Unterstützung hier in dem Bereich, ist ja also hier wieder aufgesetzt. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wichtiges Preislevel. Und wie du siehst, ja, die Aktie gibt heute tatsächlich 2% ab, was vielleicht sogar nochmal ein bisschen besserer Einstieg sein könnte. Denn diese Supportzone, da hängen wir jetzt genau drin. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben jetzt höher, dass wir daran wieder nach oben abprallen, als dass wir hier durchsacken. Wir sprechen nicht immer über hohe Wahrscheinlichkeiten. Aber du weißt ja, das habe ich schon eingangs gesagt, wir müssen mehrere Wahrscheinlichkeiten kombinieren, um ein gutes Ergebnis zu erlangen. Und wir haben hier nun mal eine gute Supportzone, einen guten Unterstützungsbereich, wo eben die Wahrscheinlichkeit uns erstmal sagt, es ist wahrscheinlicher, dass wir eben nach oben hier wieder dran abprallen. Wenn das Ganze nicht hält, und dann kommen wir zum nächsten Argument, haben wir noch eine zweite Supportzone. Und zwar hat die sich hier, war das ein starker Widerstand hier im September. Das Ganze hier dann auch nochmal im November. Also ganz, ganz markant dieses Preislevel. Und wenn wir hier runterlaufen, wäre das nochmal so eine Zone, wo wir dran aufgehalten werden könnten. Also auch hier nochmal ein Backup, was den Kurs irgendwo stützt und ihn nicht nach unten plumpsen lässt. Jetzt muss ich allerdings ein Argument gegen einen aktuellen Einstieg nennen. Und man hat nun mal nie das perfekte Setup. Im Moment sprechen viele Sachen für einen Einstieg genau jetzt, aber es gibt eben auch eine Sache, die dagegen spricht, nämlich wir haben diese Korrektur, die hier anhält. Das ist natürlich, in einem Aufwärtstrend ist eine Korrektur immer ein Abwärtstrend, und deswegen haben wir hier natürlich fallende Tiefs und fallende Hochs. Ja, ganz markant für eben einen Abwärtstrend. Wenn wir uns heute diese Marke hier übrigens wiederholen würden, wäre das noch ein sehr, 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 sehr starkes Zeichen. Müssen wir mal gucken. Im Moment fällt die Aktie noch ein bisschen weiter. Na, müssen wir mal schauen. Aber das spricht natürlich gegen einen Einstieg, wenn sich dieser, wir handeln hier gegen diesen Trend. Allerdings ist dieser Trend nicht so hochwertig wie der aufgerichtete, der langfristigere Aufwärtstrend. Denn höhere Zeiteinheiten sind immer aussagekräftiger. Ja? Und deswegen, trotzdem ist es ein kleiner Negativpunkt. Wer das auf seiner Seite haben will, der wartet hier einfach ab. Der wartet diesen Bounceback eben ab von einem der Unterstützungsniveaus und wartet in dem Fall darauf, dass die Aktie beispielsweise wieder, oder nicht beispielsweise, sondern darauf sollte er warten, dass die Aktie hier über diesen Preisniveau hier nach oben geht. Ja? Also es geht genau um dieses Level. Warum? Weil wenn wir das hier überschreiten, dann wissen wir, wir haben ein höheres Hoch gemacht auf einmal. Und die Definition eines Abwärtstrends ist eben, dass wir niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs machen. Und das wäre dann nicht mehr gegeben. Und dann haben wir entweder einen Seitwärtstrend oder einen neuen Aufwärtstrend, der sich hier etabliert. Und dann sind wir wieder in Richtung des langfristigen Aufwärtstrends, der natürlich übergeordnet ist. Ja? So, eine letzte Sache, die ich dir auch noch zeigen möchte, ist, und das muss ich jetzt sagen, das wackelt wirklich, das ist hier die 200-Tage-Linie. Ja? Wir sehen also, dass der Kurs hier noch ein bisschen umkämpft war an der 200-Tage-Linie, jetzt allerdings mit dem heutigen Tag, und ich habe das Video geplant noch vor diesem Tag, so kann es gehen, das ist aber einfach die Realität. Ja? Wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten und nicht jede Wahrscheinlichkeit kommt eben hin. Ja? Es sind eben kleinere Wahrscheinlichkeiten, die wir eben kombinieren wollen. Und so ist dieser Kurs jetzt hier erstmal durchgefallen. Wenn wir uns das Ganze hier wiederholen, diese 200-Tage-Linie, wäre das natürlich ein sehr, sehr starkes Argument. Aber so fällt dieses Argument natürlich weg und dann ist die 200-Tage-Linie nicht mehr ganz auf unserer Seite. Auch hier muss man natürlich das Ganze immer als Zone sehen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir es nicht hier als ganz dünnen Strich sehen, sondern als Zone. Wir müssen also hier auch Fehlausbrüche irgendwo berücksichtigen. Nichtsdestotrotz ist das, was ich eigentlich als Pro-Argument, als Unterstützung hier einsammeln wollte, nicht mehr ganz gegeben. Also wir müssen jetzt erstmal abwarten, was auch der heutige Tag macht. Am Freitag nehme ich das Ganze auf, am Sonntag wird das Video hier veröffentlicht. Ja, schauen wir mal, können wir in den Kommentaren diskutieren, wie es dann letztendlich ausgegangen ist. So, und zu guter Letzt habe ich nochmal einen Erfolgsgarant, nämlich die Sache, wie ich das Ganze trade. Ich mache das nämlich mit dem Optionshandel. Ja? Das heißt, ich verpflichte mich, die Aktie zu nehmen, wenn sie in dem Falle, das sage ich dir sofort, bei 217,5, wenn sie unter 217,5 fällt, dann verpflichte ich mich zum Kauf. Und dann habe ich natürlich direkt eine schöne Unterstützungszone hier im Rücken, ja, was irgendwo den Kurs stützt oder stützen soll. Und zum Zweiten muss der Kurs auch erstmal da runterkommen, denn wir haben nach wie vor diese Unterstützungszone, wir haben eine Korrekturgröße, die letztendlich schon nennenswert ist. Und das sind alles Argumente, die zum einen mich glauben lassen, dass diese Grenze erstmal erreicht werden muss. Und wenn sie erreicht wird, habe ich einen extrem guten Einstieg. Denn dann habe ich einen Einstieg, der bei minus 14% in etwa ist. Das heißt,
ein sehr schöner Einkauf eigentlich der Visa-Aktie und ich bekomme natürlich, wer den Optionshandel kennt, der weiß das Ganze, eine Prämie, indem ich darauf warte, dass die Aktie eigentlich günstiger wird, um es mal so zu sagen. Natürlich trage ich das Risiko nach unten, das ist immer so. Das Ganze bezieht sich auf 100 Aktien, das heißt, hier ist schon ein bisschen Futter drin, ja, 21.700 US-Dollar, darüber reden wir jetzt also. Ja, die Größe, mit der ich quasi diese Aktie kaufen würde oder kaufen müsste dann zu dem Zeitpunkt. Aber das ist mir egal. Das wäre auch eine große Position, aber ich bin mir hier hundertprozentig sicher bei einer solchen Aktie. Wenn du dieses ganze System lernen möchtest, ja, von Analyseprozess über Aktienauswahl bis hin zum Optionshandel, wie du eben erfolgreich handelst und solche Wahrscheinlichkeiten nochmal besser ausnutzt und das Ganze ja zu einem runden Paket wird, dann kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Ein 1:1-Gespräch einfach mal wahrnehmen und mal schauen, ob wir dann da zusammenkommen. Gut, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, das Video hat dir natürlich was gebracht. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag, wenn du das Video dann direkt am Sonntag gesehen hast. Alles Gute, bis dahin, dein Sebastian Legrand. Tschüss.